Yo, Leute, und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge PVZ zusammen mit Markus. Hallo. Wir spielen heute mal wieder den Gebirgsjäger und ich mache das Ganze natürlich in einem schicken Design hier komplett aus unseren Glitzerpäckchen. Aber gibt's kein Adolfsbart? Schade. Warum habe ich kein Glitzerbart für den Fußsoldaten? Naja, dann kommt halt ein Metallbart. Und Glitzerwaffen? Naja, gibt's ja auch nicht direkt. Dann nehmen wir die Chromwaffe, oder? Nein, die Goldwaffe. Goldwaffe. So, das ist jetzt unser schöner neues Fußsoldat. Und damit, Leute, würde ich sagen, gehen wir ins Battle. Oh, Teleporter steht schon. So hat man das doch gern, wenn man reinkommt und der Teleporter direkt da steht. So, dann erstmal eins mocken. Na, wie schön gekriegt. Tja. Komm, den gefrieren wir. Oh. Ist ich verbrenne aber. Alter. Noch was live, Alter. 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 Wie sie mich schon wieder mit zigtausend Soms jagen. Mit Pflanzen. Ja. Wo ist der hin? No. Ich brauche Leben. Brauche Leben, ich habe nur 23 Life. Ey. Ja, aber ich regeneriere jetzt Leben. Ich regeneriere auch nicht. Stirb. Ach komm, was will ich Tricks. Okay, jetzt lebt er nicht mehr. Doch, voller. Ja, voller Alter, ich sterben, ey. Yes, ich habe ihn weggeholt. Ich bin über im Garten jetzt, auf dem Haus. Blume. Ja, siehst du? Ja, ich weiß schon, ich sehe schon gesehen. Oh, Mine. Boah, der wäre fast reingelaufen. Der Junge. Achtung, hinter dir. Oh, geholt. Nein. Ich kann mich nicht so schnell umdrehen. Ich habe ihn. Oh, ich lebe noch. Hä? Ich hab dich gerettet! Yes! Aus dem Mund herausgeschossen! Oh, jetzt bin ich tot. Fuck das. Ah, ich hab ne Fieber-Streak schon. Ich hab's noch gern. Unter dir, wenn du auf dem Dach noch bist. Ja, ich bin immer noch auf dem Dach, jetzt hab ich schon den Fieber-Streak. Was unter mir? Ja, ist ein Erbsenagent. Also, gerade eben. Da ist keiner mehr. Kind. Oh. Dann ist abgehauen. Oder gestorben. Oh, jetzt bin ich so gut wie tot. Jetzt mache ich mal hier einen Rückzug, weil meine schöne Streak darf natürlich jetzt ja nicht verloren gehen hier. Ich habe noch genug Zeit, da kann ich es mir leisten, mich mal zurückzuziehen. Vor allem habe ich für das Team ja den Garten mehrfach leergeräumt. Kill. Oh. Ein Erbsenagent habe ich angeaimt. Ich habe ihm gut gegeben und der ist auch schon halb eingefroren. Jetzt habe ich einen 6er Streak. Oh. Ah, das ist ein Verbündeter. Warum schießt er mich ab? Jetzt bin ich extra weggehüpft mit Raketensprung. Ich habe einen Schreck bekommen. Komm schon, Erbsenagent down. Ist down. Bin er tot? Bone. Ja, die kann mich mal. Da ist ein Oh mein Gott. Oh. Laser Beans. Oh. Laser Beans sind geil. Ja, vor allem sind die so zielgenau. Das sind eigentlich die wahren Sniper-Pilze, nicht diese Angsthasen-Dinger. Sondern Laser Beans. Genau. Yes, Frozen Kaktus. Ich habe einen Feuerkaktus eingefroren. So cool bin ich. Oh. Dieses Wortspiel. Jetzt habe ich muss, wo man mich lass mal Erbse eingefroren. Tollen Assist.
Schon der 8er Streak. Bam. Bam, bam. 9er Streak. Oh mein Gott. Angefroren. 10er Streak. Alter, was bei mir gerade abgeht. Ich rap diesen Garten heftig. 11er Streak. Alter, okay. Wow, 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 wow. Immer der Volle habe ich bekommen, Alter. Oh. Da ist ein Schnapper. Hinter dir ist einer. Gift die. Ja. Der ist über dir rum. Ja. Ich gebe ihm. Ja, ist down. Bam. Gold. What ja, ich habe gut assistiert. Warum bist du jetzt so ein schickes Nadelschuss. Ich hol dich, ich bleib liegen. Desta bist du, oder? Jo. Ja. Ja. Ah, ich bin auch ziemlich low. So langsam wäre mal so eine Heilstation. Geil. Hey, Wissenschaftler, Wissenschaftler, hey. Da ist ein Feuerkaktus. Der Wissenschaftler wäre echt geil, wenn er mal irgendwie eine Heilstation stellen würde. Nee. Achtung, Angriff. Luftangriff. Ja, oben alle, ey, Wichser. Ich hab wieder eine Vorlage. Ja, die da oben, die hole ich mir jetzt dann von der anderen erhöhten Position aus. Bam, einen habe ich geholt. Von oben. Ja, hab's gesehen. Den anderen habe ich fast festgefroren, der ist ziemlich low. Oh, das ist perfekt, 12er Streak. Kaktus. 13er Streak. What, hinter mir? Ach, scheiße. Wo kommt der jetzt her? 14er Streak. Oh, jetzt will mich so eine scheiß Schattenblume rapen. Das ist echt gefährlich. Fuck. Ich wusste noch gar nicht, dass Schattenblumen so gefährlich sein können. Bam. Und eine 15er Streak. Die Vorlage. Ah, ich habe nicht mal Punkte dafür bekommen. Nice. 16er Streak. Dafür habe ich auch wieder keine Vorlage bekommen. Ist doch asozial. Komm schon, du da oben, zeig dich. Die Vorlage. 17er Streak. Aus der Hüfte gefeuert. Worte von hinten. Nein. Es kommt ein weiterer Erbsenschalldämpfer. Warum treffe ich die Drohne nicht? Okay, sie ist down. What the... Ne, Plasma, ja.
So, 20er Streak habe ich schon, Digga. Jopp, die Folge hier ist schön. Einundzwanzig. Und hier ist endlich meine Heilstation, die natürlich sofort explodiert, wenn ich rangehe. Boah, zwei Leben. Echt. 23. Vierundzwanzig. Alter, was ist los? Ich komm gerade einfach nicht mehr klar. Du campst rum. Ne, ich wechsle in eine Position, weil wenn ich campen würde, wäre ich schon längst tot. Wenn du auf Serie gehst, niemals campen, sonst bist du eh tot. Weil dann irgendwann wissen sie, wo du bist. Und dann hunten sie dich. Die wissen aber immer, wo ich bin, das ist das Problem. Nein, was? MG-Erbse hat mir einfach 40 Leben auf eine Millisekunde abgezogen, also wups, und ich war tot. Nicht gut. Ficken. Aber die Streak war geil. Die Streak war geil. Eiskalt hat er die Streak durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ob das bisher meine längste Streak war oder nicht. Könnte gut sein. Ey, jetzt haben sie den ganzen Garten mit MG-Erbsen vollgesetzt. Das ist doch mad, ist das. Jetzt habe ich den Garten eingenommen. Der Move war auch wieder sehr schön. Oh, 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 von hinten. Erbsenagent. Ah, hat er mich doch noch gekriegt. Aber jetzt, da der Streak vorbei ist, kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, in den Garten rein zu rushen. Alter. Damit meine Eisfähigkeit im Nahkampf. Meine Kartoffelmine ist da reingelaufen. Mann. Jetzt ist der Wichser in der Kartoffelmine reingelaufen und ich bin gestorben dabei. Auch aber nice. Ich werde wiederbelebt. Ich werde wiederbelebt. Das finde ich gut. So, da hat die Eisfähigkeit mir wahrscheinlich schon wieder mal das Leben gerettet. Nein. Ach komm, warum werde ich denn immer abgeballert und gesehen? Es ist doch zum Kotzen, ey. Oh mein Gott, hatte ich Lock. Jetzt bleibt der nicht da, der Wichser. Nein! Ich bin gegen das Dach gehüpft! Sonst hätte ich das überlebt! Fuck! Warte. Komm schon, ich will die Runde einen Sieg sehen. Also für mich war die Runde ja schon ein Sieg, aber ein Teamsieg wäre auch noch nicht schlecht. Erstmal rechne ich mit dem zwei hier. Life. Dann kill ich den hier und hab den Garten geklärt.
Junge, warum bin ich eigentlich allein im Garten? Warum schafft es kein einziger aus unserem Team in den Garten rein? Nur ich? Sind hier alle Mongo behindert oder was? Mongo behindert. Rechts kommst du nicht rein. Doch, da bin ich gerade reingegangen. Und ich bin sogar mit vollem Leben drin angekommen. Alles halt das Glück, ne? Diesmal habe ich nicht ganz volles Leben, aber ich bin wieder drinnen. Und es sind immer wieder dieselben Leute, die sich wieder zurück in den Garten snacken. Ich habe den Garten wieder geklärt und Kevin. Diesmal hat sogar einer noch geschafft, mir zu folgen. Alter, wie viel Schuss hat denn der noch übrig, der Hurensohn mit seiner scheiß MG? Nein, Bohne! Ohne mich würde die diesen Garten nicht kriegen. Ich habe bestimmt 90% von dem, was jetzt eingenommen ist, war ich im Garten. Jo, und wieder den getötet und wieder den getötet und Garten eingenommen. Oh, hinter mir ist schon wieder ein Erbsenagent. Bohne. So, ich habe die Runde auch schon 10 Kakteen getötet. Das ist natürlich auch geil. Daneben gerettet. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich kapp ihm wieder den Garten. Oh, der hat einen MG, aber ich habe ihn getötet. Und den da oben auch getötet. Stirb halt nicht. Oh, oh, da kommt ein Maisanschlag. Na, schon wieder der Typ. Warum kommen bei mir immer zwei Erbsenagenten? Es gibt's nicht. Aber ich finde die Erbsenagenten hier in der Lobby sind richtig schlecht. Also kurz sind sie nicht. Weil die schießen immer erstmal die ersten 4 Schuss daneben irgendwie. Geil, jetzt bin ich natürlich noch an der Formbase, weil ich nicht mehr in den Teleporter reingekommen bin. Mir ist das Problem, die kommen immer von hinten. Wo ist dieser scheiß Kaktus? Da ist der Kaktus, er ist over. Oh, der wird sterben, noch nicht. Shit, luck. Was war das, Mann? Was ist das für ein Bullshit, ey? Am behindertesten Tod ever. Könnt ihr mal bitte einfrieren langsam? Würde mir echt helfen. Na endlich. Kommt der TP so langsam oder kriegen die es nicht auf die Reihe? Oh Mann, Erbsenagent. Doch, der Inschieber. Für eine Schnapp. Jawohl. Bohne. Ah, Mann. Dumm. Ah, komm jetzt. Genau. Ich bin gleich der Erste, der drin ist.
Nein, ich habe so eine MG-Topfpflanze ge... Na, nee, von hinten kam noch ein Kaktus. Ich wollte schon sagen, wenn mich jetzt eine MG-Topfpflanze getötet hätte. Weil die machen irgendwie auch schon ganz schön heftigen Damage, diese MG-Topfpflanzen. Ja. So, der Typ hat mal hart gefailt mit seiner Bohne. So, ich habe die untere Ebene mal mit einer Rakete ein bisschen vorgeklärt. Der erste ist drinnen. Jetzt sollten wir ziemlich schnell die obere Ebene uns vornehmen, sonst verlieren wir das Ganze noch im Finale. Das wäre jetzt scheiße. Also versuche dir einen Weg nach oben durchzubahnen. Da oben ist aber eine Plasma-Erbse. Ist ich behindert. Komm schon, einer noch. Yes, bitches. Da bin ich. Ich komm da. Da, das bin ich. Da, der Mann mit der goldenen Krabbe am Kopf. Woo, yes, man. War eine gute Runde, muss ich sagen. War echt eine gute Runde. Ich möchte anmerken, 20.000 Münzen. So geil, Leute. So geil. 45 Kills. Eine Streak von 25. Eine KD von 5. War eine geile Runde, muss ich sagen. Echt eine geile Runde. Und da, Leute, würde ich sagen, zum Preis hier für diese Runde gibt es einmal wieder ein super Glitzer-Päckchen. Weil die enden irgendwie auch nicht mehr. Ja, das ist unglaublich. Weil die ist einfach kein Ende in Sicht ist bei denen. Und ich würde sagen, an der Stelle, Leute, war es das auch wieder mit der heutigen Folge PVZ. Wir sehen uns beim nächsten Mal möglicherweise wieder mit einer so coolen Streak. Ich möchte einfach nur von euch wissen, schreibt uns in die Kommentare, habt ihr irgendwelche Challenges für uns? Schreibt sie uns auf, ob wir mit dem und dem Charakter eine Streak aufbauen sollen, ob wir mit dem Charakter spielen sollen und einfach nur gewinnen sollen. Überlegt euch irgendwas, wir versuchen es dann durchzusetzen. Und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann vielleicht beim zweiten oder dritten Mal, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus und ciao. Ciao.